Man kann alles wegschmeißen und neue Sachen kaufen, aber ich mag es eigentlich lieber, die Sachen wieder aufzubereiten. Also werde ich diesen völlig vergilbten Sichtteilen mit einer Oberflächenbeschichtung neues Leben einhauchen. Man könnte sie wahrscheinlich auch chemisch bleichen, aber ich lackiere sie lieber, da ich weiß, dass es funktioniert und gut wird. Als allererstes müssen die Teile gründlich gereinigt werden. Ich lasse dafür einen Eimer heißes Wasser ein und gebe etwas von diesem Reiniger dazu. Ich habe mit der Firma nichts zu tun, aber der Reiniger funktioniert gut und erzeugt keinen künstlichen Schaum oder grünen Apfelgeruch. Alle Fett- und Kleberückstände und auch die Reste von der Dispersionsfarbe müssen restlos ab. Niemals versuchen, Dreck von der Oberfläche wegzuschleifen. Damit verteilt man den Dreck nur und schleift ihn in die Oberfläche hinein. Zum Rausholen sind Handschuhe Pflicht, sonst überträgt man den Schmutz von den eigenen Fettfingern wieder auf die Teile. Und jetzt werden die Teile mit klarem Wasser abgespült. Sie werden dann mit einem Küchentuch abgetrocknet und noch ein paar Stunden trocknen gelassen. Da die Teile jetzt sauber sind, kann man testen, ob sich die Oberfläche überhaupt für eine Beschichtung eignet. Ich lege dazu mit einer Pipette einen Wassertropfen auf eine Vergleichsprobe aus Polypropylen und dann auf eines der zu beschichtenden Teile. Man sieht gleich, dass sich die Flüssigkeit völlig anders verhält. Auf dem Polypropylen steht der Tropfen, während der Tropfen links die Oberfläche schön annimmt. Das ist ein gutes Zeichen. Auf dem Polypropylen lässt sich der Tropfen sogar rückstandsfrei verschieben, da hat man ohne viel Aufwand bei der Beschichtung keine Chance. Auf unserem Material lässt sich der Tropfen dagegen gut verteilen. Ich habe die Teile für eine bessere Haftung noch mit einem Schleifvlies aufgeraut und erneut gereinigt. Nach dem Trocknen wird zuerst eine Schicht Primer aufgetragen. Der kaschiert kleine Unebenheiten und sorgt dafür, dass sich keine Läufer oder Ansammlungen an den Kanten bilden. Dann zwei Schichten Weiß und zwei Schichten Klarlack. Zwischen den Schichten wurde eine Ablüftzeit von 20 Minuten eingehalten. Die Teile wurden danach 2 Tage trocknen gelassen. Und das Ergebnis ist praktisch perfekt. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie haltbar sowas ist, und die Antwort ist sehr haltbar. Ich habe zum Beispiel diese Teile schon vor Jahren gemacht und der Lichtschalter wird wirklich täglich zigmal bedient und dem fehlt gar nichts. Und die Steckdosen natürlich sowieso nicht, weil der Schuko-Stecker ja gut geführt ist und deswegen gibt es da keinen Grund, warum sie da was abreiben sollte.